Seit Saisonbeginn ist Ralle unser neuer Kapitän. Da es bislang ganz gut für uns läuft, ist auch für Ralle der Job ganz entspannt. Und dennoch macht er sich auch Gedanken darüber, wenn es mal anders laufen könnte. Ich denke, das wird dann in den schwierigen Zeiten wird sich das dann gerade herauskristallisieren, wo dann der Kapitän einfach gefragt ist oder wenn Sachen nicht rund laufen, wenn manches Abläufe nicht passen. Aber da freue ich mich drauf, weil ich glaube ich, ein Mensch bin, der offen und ehrlich die Sachen anspricht, dann auch manchmal kein Blatt vor den Mund nimmt, einfach eine Potschnauze dann ein Stück weit auch bin, die Sachen ganz normal, wie gesagt, anspreche. Und ich hoffe nicht, dass es so jetzt in der nächsten Zeit zu einer schwierigen Phase kommen wird oder wo sich das halt rauskristallisiert. Aber nichtsdestotrotz, wenn es soweit kommen sollte, werde ich dann auf jeden Fall da sein. Zwar reisen wir mit einer 0:3 Niederlage gegen München zur TSG, aber auch in der Partie gegen den deutschen Meister zeigten wir durchaus gute Ansätze. Und diese müssen in Leistung umgesetzt werden, denn Hoffenheim ist stark. Ich denke, wir werden uns darauf einstellen, dass sie einen guten Ballbesitz spielen werden, dass sie trotzdem versuchen, vorne auch teilweise zu pressen. Jetzt nicht so hoch wie Leipzig, aber schon ein gesundes Mittelfeldpressing. Sich dann aber auch phasenweise ein Stück weit zurückfallen lassen, um ihre Konterstärke in den Vordergrund zu rücken. Wir sind auch eine Mannschaft, wir stellen zwar den Abschluss vor, aber sonst kommen wir eher aus einem Mittelfeldpressing. Von daher wird das vielleicht nicht das attraktivste Spiel für die Zuschauer, weil sich viele so, sage ich mal, im Mittelfeldpressing bewegen wird auf beiden Seiten. Aber nichtsdestotrotz, wenn du am Ende gewinnst, spricht keiner darüber, ob das jetzt attraktiv war oder nicht. Es wird sehr, sehr schwer, aber wir versuchen natürlich, alles herauszuholen. Warum Ralle in dieser Saison mit einem anderen Gefühl auf den Platz geht und was er über den aktuellen Kader denkt, verrät er Mitgliedern und Abonnenten kostenlos auf Schalke TV.